Herzlich willkommen bei Neulich an der Ladesäule. Wir haben heute den Audi RS e-tron GT und machen einen kleinen Roadtrip zum Audi Charging Hub. Genau, vom Sauerland aus bis zum Audi Charging Hub nach Nürnberg und zurück. Das sind knapp 800 Kilometer. Alles an einem Tag? Und genau, wir wollen mal gucken, ob das alles so geht in der Businesswelt, ob man hin und zurück kommt, wie oft man laden muss. In dem Bereich müsstet ihr laden. Ja, genau. Wie schön das Wetter auf einmal ist. Wie schöner die darstellt, also die Perspektive. 31,8 Kilowattstunden. Also sollte normalerweise alles kein Problem sein. Bist du nervös? Nein. Störung. Ja. Definitiv nie wieder. Meiden, wenn so ein wirklich. Könnte spannend werden. Reicht der Akku? Bleiben wir stehen, wer weiß es schon. Roadtrip! Ja, morgen zusammen. Morgen. Wir haben kurz nach 8, wir haben heute eine weite Reise vor. Und wie man das so schön macht mit dem E-Auto, Akku ist nahezu voll. Du hast ja jetzt schon ein paar Kilometer zurückgelegt. Jo. Aber wir sind dann noch bei 95%. Ja, 95%, okay. Und was sagt er an? Wie weit würden wir kommen? 300 Kilometer. Okay. Weil wir haben heute ein etwas schnelleres Fahrzeug. Ein schnelleres Fahrzeug und wir wollen mal testen, ob dieser Audi e-tron... Audi RS e-tron GT. Ob der auch alltagstauglich ist. Also es ist ja ein Sportwagen und man möchte mit ihm auch schnell fahren, um ja schnell ans Ziel zu kommen. Und genau das haben wir heute auch vor. Wir berechnen mal die Route. Wie weit fahren wir denn? Wohin möchten Sie fahren? Nach? Wo ist die Tastatur? Geht aber drüben stehen, wenn jetzt grün wird. Dann geht sie weg? Dann geht sie weg. Oh. Dann mache ich mal schnell. Nüren. Zur Sicherheit ist diese Funktion während der Fahrt nicht verfügbar. Also wir wollen nach... Hat er das eingesackert? Ja. Nürnberg. Während der Fahrt kann man ja nicht gut schreiben. Das war gut. Das war gut. Ich konnte es nicht lesen. Nürnberg. Feind. Bauernfreienstraße, da ist sie. Aber ich hätte jetzt eigentlich gern gewusst, ob Laden, ob da eine Ladesäule in der Nähe ist. Laden und parken. Zeigt er mir nicht an. Halt, er lädt. Okay. Wir werden sehen, ob wir da ankommen. Audi Charging Hub, ja, sieht ganz gut aus. Und wir sehen jetzt schon, dass er es nicht schafft. An diesem blauen Pilz hier. Ist das zu erkennen, dass wir weiter müssen als die Reichweite des Fahrzeugs. Und das wird er dann wahrscheinlich jetzt auch berechnen. Das Ziel kann nicht erreicht werden, soll die Route mit Ladesäulen geplant werden. Jo. So, er rät uns bei Fastnet oder? Nee, das ist schon. Doch, das ist es. Achso, wir können jetzt annehmen und ablehnen. Ja, dann machen wir das. Annehmen. Das ist doch toll. Also, wir fahren jetzt knapp 200 Kilometer, müssen dann da 40 Minuten laden. Das ist viel. Wir sind von Audi eingeladen worden, mit dem Audi, den wir auch von Audi bekommen haben, das Charging Hub zu besuchen und da mal uns anzuschauen, wie Audi sich denn die Zukunft des Ladens vorstellt. Wir haben das Ganze übrigens vorher mal mit A Better Route Planner ausgerechnet und da hat uns A Better Route Planner so was Ähnliches gesagt, ja, nur 15 Minuten laden anstatt 40 Minuten, was er jetzt hier vorgeschlagen hat. Ich denke, dass er das jetzt noch berechnet, aufgrund, dass die Batterie noch relativ kalt ist und dass das gleich, denke ich mal, viel schneller vonstatten gehen wird. Weil ich gehe ganz schwer davon aus, dass die Batterie ein bisschen wärmer wird jetzt auf der Autobahn. Stimmt, je nachdem, wie du fährst. Wir haben die ersten Kilometer jetzt hinter uns und es wird nicht besser. Und wir haben gerade mal den Wetterbericht gecheckt, also es bleibt auch heute den ganzen Tag am Regnen. Ist natürlich nicht ganz so toll für einen Roadtrip. Leider. Und das bedeutet, wir können auch nicht ganz so schnell fahren, wie wir eigentlich vorhatten. Also wir bleiben immer so bei 130 bis 150 irgendwie. Muss ja den Witterungen entsprechend uns langsam verhalten. Ich bin mal gespannt, wie sich das auf den Verbrauch auswirkt. 31,8 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Das ist ordentlich. So, wir fahren jetzt mit unserem Elektroauto hinter einem LKW her, der Wasserstoff geladen hat. Auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Ich glaube, wir überholen mal lieber, bevor der in Flammen aufgeht. So, wir sind jetzt ungefähr 80 Kilometer gefahren, haben jetzt noch eine Reichweite von 150 Kilometern. Also die Hälfte des ursprünglich berichteten Akkus, ne? Ja. Der 300 Kilometer weit kommen sollen. Aber nach 80 Kilometern haben wir schon
die ursprünglich 150 Kilometer verbraucht, also die Hälfte des Akkus. Ja gut, es ist natürlich extrem am Regnen und er berechnet natürlich andauernd während der Fahrt neu. Deshalb Verbrauch auch 30 Kilowattstunden circa. Und wir fahren jetzt nicht schnell. Zwischendurch konnte man mal ein bisschen drauf drücken, aber wir fahren eigentlich von einer Baustelle zur nächsten. Es ist meistens 100 oder 80 und ja, macht nicht wirklich Spaß. Trotzdem kein guter Verbrauch. Und wir haben eingeschränkte Sicht. Ja, es ist gut, dass mir immer wieder sagt, weil ich das sehe, das ja nicht. Weißt du, was wirklich schön ist in dem Auto? Ich kann auch mal so ein bisschen an so eine Linie ranfahren und er piept die ganze Zeit. Das macht er nicht, aber dafür haben wir permanentes Gebrülle von diesem Soundgenerator. Was aber nicht so schlimm ist, weil es so laut regnet. Ich hoffe, man versteht uns gut. Also Regen toll, weil das Gebrülle ist weg und wir haben kein Gepiepe. Also das Gepiepe ist mir bedeutend wichtiger, dass das nicht andauernd stattfindet. Ja, ja. An das Gebrülle. Ich weiß es nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das ein bisschen leiser ist als bei dem letzten. Nee. Ich weiß es nicht. Nee. Vielleicht habe ich mich auch schon irgendwie dran gewöhnt. Du findest das doch auch so toll, in dem Elektroauto zu fahren und diese Ruhe zu genießen. Ja. Aber hier? Ja, ich fände es schön, wenn man es ausstellen könnte, den Ton. Definitiv. Aber wie gesagt, es passt irgendwie zu dem sportlichen Charakter von dem Auto. Aber man kann es ja ein bisschen weniger machen, indem man dann eben auf effizient oder auf Komfort. Genau, wir fahren auch die ganze Zeit auf Dynamik, auf dem Sportmodus. Vielleicht hat das auch was mit, bestimmt hat das auch was mit dem Verbrauch. Das wird so sein, auf jeden Fall. Aber wir achten ja heute nicht auf den Verbrauch. Nein, heute wollen wir möglichst schnell hin und am selben Tag wieder zurück. Wir haben jetzt gleich nur noch 100 Kilometer Reichweite, sind jetzt zwischendurch auch mal ein bisschen schneller gefahren. Und dann wollen wir doch mal gucken, ob sich da irgendwas bei der Reichweite oder beim Laden verändert hat. Wenn wir ja mal auf die Übersicht gehen, dann wird das wieder nicht funktionieren. Ich krieg das nie gebacken, da nur drauf zu drücken. So, beim dritten Mal. Zack. So, wir sehen, obwohl wir schneller gefahren sind, obwohl wir ursprünglich 300 Kilometer Reichweite hatten, haben wir immer noch so viel Puffer drin, dass er an der roten Planung nichts verändert hat. Wir haben also immer noch dieselbe Ladesäule, wo er uns hinschickt, und danach ist auch immer noch genügend Platz bis da, wo der Pilz aufhört. Ich merke langsam, die Sitze sind sehr bequem, also das ist nicht das Problem, aber ich merke langsam, wie mein Hintern taub wird, und ich freue mich schon darauf, wenn wir endlich in 50 Kilometern, Entschuldigung, in 84 Kilometern zum ersten Ladestopp kommen, dass ich mir da eben ein bisschen die Beine vertreten kann. Hast du das im Tesla auch schon mal? Ja, bei längeren Strecken merke ich das da auch, obwohl da die Sitze auch sehr bequem sind. Hat er denn noch nicht mal hier diese Massagefunktion? Nee, Massage nicht. Sitzlüftung, Sitzheizung. Oh, aber keine haben wir Massage. Das billige Modell bekommen. Ich gucke mal. Ich glaube, aber Sitzlüftung hat er ja, genau. Geht sogar gleichzeitig. Obwohl es ja Scheißwetter ist und es ziemlich am Regnen ist. Also ich fahre mit diesem Wagen jetzt so zwischen 150 und 170. Es ist relativ leer auf der Autobahn, aber ich habe zu keiner Zeit das Gefühl, dass es unsicher wäre. Der Wagen ist unfassbar gut zu fahren und der liegt unfassbar gut auf der Straße. Also absoluter Wahnsinn, wirklich. Ein sehr komfortables Reisen auch. Auch das, ja. Ja gut, es ist ein Gran Turismo. Gran Turismo steht ja dafür, dass man einen sportlichen Wagen zum Reisen eben hat. Also wir müssen noch 59 Kilometer und haben noch eine Reichweite von 79 Kilometer und wir sind jetzt bei knapp 30% Akku. Okay. Also 20 Kilometer, die wir da noch Puffer haben. Also sollte normalerweise alles kein Problem sein. Bist du nervös? Nein, nein, nein. Reichweitenangst kennen wir mittlerweile nicht mehr. Also wir können weiterhin um die 190, 200 fahren. Ja, durch das schnelle Fahren zwischendurch und durch die Witterungsverhältnisse haben wir ein bisschen an Reichweite verloren sozusagen. Wir kommen jetzt laut Berechnung nur noch mit 8% anstatt mit 18% an. Er berechnet uns übrigens auch, dass wir 42 Minuten lang laden müssen. Also da bin ich mal gespannt, ob wir das wirklich machen.
obwohl es nur bis 78% ist. Normal ist das ja genau diese Range, wo wir... Ja, weil er müsste richtig schnell laden können. Ne? Ja. Ja, wir checken das mal, weil Fastnetz kann das ja auch. Der Audi e-tron GT hatte die 800-Volt-Technik und schafft 270 bis 270 kW. 270, also 42 Minuten Ladedauer wäre schon echt lang. Ich merke auch, dass er mir nur noch ungefähr 60% Leistung gibt. Das sieht man ganz schön, wenn ich jetzt aufs Gaspedal trete. Also es ist immer noch ausreichend Leistung da, aber eben nicht mehr die volle Leistung. Also nur 5 Kilometer bis zum Ziel und wir haben immer noch 15 Kilometer Reichweite. Aber es wird schon enger, also mehr als ursprünglich berechnet. Ja. So, wir starten recht schnell. Mit 5% Akku nur, ne? Mit 5% Akku angekommen. Wir sind jetzt bei 225 kW, 26, 27. Ich mit 5% anstatt mit 18. 18. Aber er sagt uns jetzt hier nicht voraussichtliche Ladedauer. Ladedauer müssen wir im Auto gucken. Sollen wir mal gucken? Wird das im Auto angezeigt? 253 kW laden wir. 26 Minuten brauchen wir noch, dann sind wir bei 80%. Ja, bei Fastnetz haben wir jetzt knapp eine halbe Stunde geladen, waren gegenüber, da gab es einen Fleischer und sehr lecker. Wir sind ja in Bayern, wir müssen also ein Fleischbrötchen essen. Ging super, also die halbe Stunde war schnell rum. Ja. Wir haben jetzt schon wieder fast 90% drin und können auch schon weiterfahren. Wir haben wieder einmal gelernt, wenn wir mal eben schnell was essen wollen oder was trinken wollen oder nur mal eben zur Toilette wollen, die halbe Stunde ist so schnell vorübergegangen. Es ist nur eine andere Organisation, das wirst du mir immer wieder erzählen. Also man kann morgens losfahren, braucht nicht mehr frühstücken, also man fährt einfach los und macht das dann währenddessen. Wir haben 180 Kilometer noch zu fahren und wir haben noch 250 Kilometer Reichweite. Ja, das reicht auf jeden Fall, um dann Ziel zu kommen. Das Tolle ist ja, wir fahren jetzt dahin, wo man eh auch laden kann. So wie es eigentlich in Zukunft überall sein sollte, sein müsste, wenn man irgendwo steht, dann lädt. Ja. Bis Amsterdam fahren, wenn wir jetzt umdrehen. Wir haben gerade rausgefunden, dass ich eine Massagefunktion im Sitz habe. Jetzt fahren wir auf jeden Fall nicht mehr ganz so schnell, weil ich lasse mich jetzt erstmal. Oh, sprungartig geht die Durchschnittsgeschwindigkeit runter. 130. Jetzt fahren wir auch nur noch 80. Gut, wir sind sowieso in der Baustelle, aber das ist schon die ganze Zeit jetzt am Drücken. Das ist genau so das, was ich gebraucht habe. Als ob man jetzt hier so seinen Masseur dabei hätte. Guck, ich stell mal um auf Klopfen. Wie schön das Wetter auf einmal ist. Alles nur durch die Massagefunktion. Ich weiß jetzt auf jeden Fall, warum die Sportsitze plus 2000 Euro Aufpreis kosten. Und das wert sind? Wir sind es wert, wir haben eine Massagefunktion. Was wir bemerkt haben, dass auf dem Navi wird, wenn wir unterwegs sind, unten links in der Ecke immer angezeigt, dass jetzt sich gleich, jetzt hier zum Beispiel in den nächsten 5 Kilometern, sich eine WC-Ladesäule befindet. Das ist eigentlich eine gute Info, die mir im Tesla fehlt, weil man denkt da ja schon mal, ach, jetzt wäre eine Pause gar nicht mal so schlecht, mal kurz Beine vertreten oder Toilette oder sowas. Und das ist eigentlich eine nützliche Anzeige. Man kann direkt draufklicken und kann sich dann dahin navigieren lassen. Ah, ist er. 30 Metern? Nee, 100 Meter. Ui. Super. Wie schön gerade, ey, auch hier, ui, diese Markierung, die auf dem Boden sind, wie schön er die darstellt. Also die Perspektive ist tatsächlich genauso.
Und weil wir uns jetzt mit der Audi-Karte hier angemeldet haben, ja, sehen wir oben auch den PIN, wie wir in die Lounge kommen. Genau. Okay. Da gehen wir jetzt auch vorbei. Da gehen wir rein. Wir sind jetzt hier bei dem Audi Charging Hub. Wenn euch das interessiert, dann klickt einfach mal hier oben, weil was es damit auf sich hat, seht ihr in einer anderen Folge. Auto ist wieder voll beim Audi Charging Hub in Nürnberg und jetzt geht's weiter zum nächsten Ziel und zwar ist es der Tesla Supercharger in Steinsfeld. So, wir haben zwar noch viel mehr im Akku drin, also wir bräuchten da nicht hin, aber das ist unser nächstes Ziel und wir gucken uns jetzt mal an, wie der Tesla Supercharger, die Tesla Lounge im Vergleich zum Audi Charging Hub aussieht. Also, auf geht's. Auf geht's. Nürnberg und der Feierabendverkehr. Also, Planänderung, wir fahren jetzt erst und machen gleich Mittag um 5:30 und fahren dann weiter. Kaum sind wir auf dem Rückweg, schon fängt der Regen wieder an. Wir haben aber auch die Hühnchen im Trockenen essen dürfen gerade. Und zum Mittagessen, das war das ist die Hauptsache. Ja. Hühnchen müssen im Trockenen gegessen werden. Wieso war da eigentlich keine Ladesäule? Wir haben drin gesessen und Hühnchen gegessen. Wieso war draußen vor dem Hühnchenladen keine Ladesäule? Das ist doch auch ein Franchise-Unternehmen, was. Ja, das ist wirklich schade. Also da muss ich noch einiges tun. Ja. So, wir sind am Supercharger angekommen mit dem Audi e-tron RS GT Ding und jetzt gucken wir mal, dass wir den hier beim Supercharger aufgeladen bekommen. Wie das mit dem Audi am Tesla Supercharger aber genau funktioniert und wie es hier in dieser Tesla Lounge aussieht, zeigen wir euch in einem anderen Video. Okay, machen wir den Heimweg nach Attendorn. 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 Ja, soll geplant werden. Und er möchte einmal bei Allego ins Dorf. Ja, keine Ahnung, Allego, wir machen das einfach mal. Wir nehmen an. Allego. Es wird ein Wagnis. Ja, guck mal, vielleicht glaubst du ja wirklich. Interessant jetzt hier oben, dass er da so einen blauen Bereich eingezeichnet hat hier. Wo ich nicht so genau das zu deuten weiß. Weil er vielleicht unsicher ist mit der Prognose, weil wir so stark beschleunigt haben vorhin. Keine Ahnung. Genau. In dem Bereich müsstet ihr lassen. Ja, genau. So, was beim e-tron GT natürlich muss, ist von 0 auf 100. Damit das jetzt funktioniert, musst du Bremse und Gas gleichzeitig drücken. Genau. Und dann sieht man, wie sich hier das aufbaut. Okay. Und jetzt? Und los geht's. Ach, und so bei 70, 80 ist der zweite Gang reingegangen. Ja, so in dem Bereich. Okay. Ja. Oh. Und es war bedeutend langsamer. Es war nasse Fahrbahn, ja, aber boah, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Das ist ja echt nochmal ein anderer Druck. Also das ist echt nochmal ein anderer Druck. Du kannst es doch. Ja, trotzdem. Mei, das ist gut. Es ist sehr interessant, wie er die knapp 650 PS auch bei nasser Fahrbahn irgendwie versucht, auf die Straße ja, zu kriegen. Ja, trotzdem. Also er ist nicht ausgebrochen, du hast einfach voll durchgedrückt. Ja, ja. Ne? Und wir haben das Ganze nicht nur selber getestet, sondern auch mit anderen. Bereit? Bereit. Boah, jo. Boah, Phantasialand Achterbahn. 5. Oh, ist das geil, ey. Boah. Da war der zweite Gang, hast du gemerkt? Heiliger Schatz. Sehr gut. Bist du verrückt? Ist ja bald hier die Wirbelsäule ausgekommen, wenn man nicht damit rechnet. Nee, ne? Okay. Alles klar. Aber ich muss schon sagen, also das war jetzt auch das erste Mal, dass du drauf gedrückt hast, dass ich das auch selber hier erlebt habe. Nach all dem, was ich in unserem letzten e-tron-Film ja Schlechtes gesagt habe, falls ihr es noch nicht gesehen habt, hier die 10 schlechten Dinge. Also die Beschleunigung war einer von diesen schlechten Dingen. Und mit dem GT-RS haben sie das jetzt echt wieder rausgeholt. Ja. Also das ist schon cool.
der Hase lässt es hier gerade richtig fliegen. Wir fahren die ganze Zeit jetzt so zwischen 180 und 200. Hochkonzentriert. Die Autobahn lässt es so. Ja, Restreichweite 22 Kilometer. Genau. Alles easy. Ja, schönes Wetter. Du lädst auf. Jacke mal in, ja, hier fehlt jetzt das Dach. Bei schlechtem Wetter kann man nichts machen. Und das Kabel ist zu kurz. Oh nein. Ah, doch. Oh, Allego. Mhm. Gut. Toll. Hase ist begeistert. Stößt sich den Kopf. Rümpft die Nase. Lädt? Ich hoffe. Er lädt. Wir sind also mit 10% Restreichweite angekommen. Das entspricht 22 Kilometer. Wir laden noch nicht. Doch, jetzt. Ja. Ladevorgang beginnt mit 147 Kilowatt. Störung. Ja, na super. Guck nochmal. Ja, also wir haben uns erst eine kleine 150 kW Säule von Allego gestellt, haben dann jetzt umgeparkt, so sind zu der großen 300 kW Säule gefahren. Und die möchte nicht. Ladesystem, Störung, sagt er. Hase wartet im Regen. Audi sagt initialisieren und es scheint ein Fehler zu sein. Das ist ein Krampf, wirklich. Muss ich mich hier zwischenquetschen? Ja, aber ich glaube, das wird ja auch nicht funktionieren, oder? Da stand der ganze Ladestecker defekt. Ach. Allego definitiv nie wieder. Meiden, wenn so geht. Ein wirklich. Und jetzt kommt natürlich alles zusammen. Jetzt haben wir nur die langsame Säule. Jetzt haben wir Regen. Jetzt haben wir mittlerweile einen kalten Akku. Und daneben haben wir zu wenig Platz und das Kabel ist zu kurz, um unser Auto laden zu können. So, wo ist die nächste Säule? Wir machen so, dass wir bis zur nächsten Säule kommen und dann fahren wir zum Vernünftigen. Genau. Also das Blöde ist hier natürlich, wir haben jetzt hier eigentlich wertvolle Zeit verloren. Ne? Wir haben jetzt hier, wie lang? Viertelstunde? Nee, wann sind wir angekommen? Viertel nach. Doch, wir haben schon eine Viertelstunde verloren, einfach nur, weil es nicht funktioniert. Ja, weil Allego einfach ist. Wir können ja einfach ein bisschen hier auf der Karte rumscrollen, hätte ich jetzt mal gesagt. Und das ist die Strecke, die wir... Genau, das ist die Strecke noch. Da ist ein HPC. 150. Ist nix. 150 wollen wir nicht. Also weit da ist die Ladegrenze, weiter kommen wir nicht. Ja. 9 Kilometer, perfekt. Die machen wir. Alle Ziele ersetzen. 10 Minuten, 10 Kilometer, wie viel haben wir noch? 62 Kilometer. Kommen wir jetzt mit 20% an. Dann weg von diesem... Funktioniert. Es hat noch nie zuverlässig funktioniert. Ich habe dieselbe Erfahrung gemacht. Und ich dachte, das wäre so ein bisschen so ein Tesla-Ding. Aber selbst mit Audi funktioniert das nicht. Ja, wir haben also jetzt nur 8 Kilometer bis zur ENBW-Säule. Und da weiß ich jetzt schon, dass die hundertprozentig funktionieren wird.
gut, dass ich jetzt so einen Hals habe, weil ich bin klitschnass. Das trocknet dann schneller. Ja, ich habe jetzt diese Zeitzone an. So funktioniert Elektromobilität definitiv nicht. Wenn die Säulen nicht funktionieren, dann... Neuer Versuch. Versuch. Was soll man dazu sagen? EMBW ist wie das Sahnehäubchen mit dem Stückchen Kirsche obendrauf. Der Pilz, wie du ihn nennst hier, der Kreis mit unserer Reichweite, war gerade noch hier. Da ist er wieder ein bisschen weiter hochgegangen. Mhm. Also wir kommen immer näher zum Ziel. Permanent mehr. Später sind wir schon wieder bei 50% und laden immer noch mit fast 250 kW. Das Auto kann laden. Ja. Also das muss man ihm lassen. Das ist wirklich nicht schlecht. Wenn ich das mal so sagen darf. Wenn jemand von Allego zuschaut. Bitte nicht melden. Ach, wie toll das doch alles ist mit der Elektromobilität, oder? 800 Kilometer am Stück. Mhm. Das war unsere Challenge. Und jetzt kann man natürlich sagen, 800 Kilometer, das ist die Reichweite von jedem guten Diesel. Wieso tun wir uns das immer noch an und sagen, Elektromobilität ist so toll? Das ist, glaube ich, nicht das Problem. Das Problem ist, wenn Ladesäulen dann da sind, die nicht richtig funktionieren. Ja, ja. Okay. Das ist das Problem. Mit dem Fahren habe ich jetzt kein Problem. Also, ich würde auch natürlich viel lieber elektrisch fahren als 800 Kilometer am Stück mit dem Verbrenner. Wobei, 800 Kilometer, das heißt, ich fahre von zu Hause los, fahre dahin, wo ich möchte, fahre wieder zurück und muss ja dann trotzdem tanken. Hm. Also wir stecken ja zu Hause einfach an, ja, wenn wir wieder ankommen. Das Tanken geht schon schneller und so, aber ich möchte keine 800 Kilometer am Stück fahren. Ich finde, man hat sich daran auch gewöhnt, dass man alle spätestens 3 Stunden mal kurz, wenigstens für 10 Minuten anhalten muss. Ja, und wenn nicht Allego dazwischen kommt, dann bin ich auch sehr entspannt und kann auch sehr entspannt reisen. Keks? Ja. Sind das, die gut? Guck mal, du weißt genau, wie du mich beruhigen kannst. Ja. So, Fazit. Wir sehen es oben links. 31 Kilowattstunden haben wir verbraucht auf 100 Kilometer im Durchschnitt. Wir sind aber die letzten Kilometer wirklich fast durchgehend zwischen 170 und 200 gefahren. Genau, wir sind wirklich schnell gefahren zum Schluss. Dafür ist es gar nicht so schlimm. Wir sind jetzt bei State of Charge 60% und laden immer noch mit 190 kW. Ist wirklich super, phänomenal. Laden kann er. Und wir stehen jetzt hier seit 5 Minuten. 21.51 Uhr, seit 6 Minuten genau. Also, auch ich bin jetzt überrascht hier, ging echt gut mit dem Audi. Vor allem auch die Routenplanung hat mir gut gefallen. Tesla berechnet hier ausschließlich die Supercharger zum Laden. Audi hat alle mit eingeplant, die er findet. Wäre schön, wenn man vielleicht Allego ausschließen könnte. Wir werden jetzt jeden Moment abstöpseln und weiterfahren. Den Rest des Roadtrips schenken wir uns, weil es ist halt auch sehr dunkel und das wollen wir euch nicht zumuten. Die Bildqualität wird dann zu schlecht. Danke fürs Zuschauen. Es ist spät, ihr müsst jetzt schon ins Bett und deswegen... Könnt ihr auch eigentlich schon abschalten. Vorher noch Daumen hoch machen, genau. Vielleicht einen Kommentar da lassen, ne? Und natürlich... Abonnieren. Abonnieren, genau. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.